Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Im LKW eines Ferrari-Lieferanten gab es, abgesehen von der bestellten Ladung, auch zwei Flüchtlinge mit an Bord. Sie kamen wohl bei einer Zollkontrolle in Calais in den LKW und wurden von der britischen Polizei in Silverstone abgeführt. Welche Nationalität sie besitzen, ist unbekannt. Das gleiche ist im Williams-LKW auch passiert. Viele Flüchtlinge versuchen immer wieder heimlich nach Großbritannien zu kommen, obwohl der Ärmelkanal stark überwacht wird. Vor einigen Jahren hörte ein LKW-Fahrer von Pirelli seltsame Geräusche aus dem Laderaum. Bei der Ankunft in England waren 8 Menschen im LKW. Viele Fahrer sind mit den asphaltierten Auslaufzonen unzufrieden und wünschen sich mehr Kiesbetten. Die Streckenbetreiber von Silverstone haben deren Wunsch in die Tat umgesetzt und ein Kiesbett vergrößert. Im Ausgang von Kurve 7 wurde jetzt das Kiesbett vergrößert, was man hier sehen kann. Vor einigen Jahren gab es in der Copse-Kurve keine asphaltierte Auslaufzone und diejenigen, die das Asphaltband überschritten hatten, wurden bestraft. Dort kam es zu 11 Strafen im Abschlusstraining. Die FIA probierte an einigen Stellen sogenannte schlafende Polizisten einzubauen. Das sind Schweller, die einen Boliden bremsen. Der Nachteil ist aber, dass so ein Schweller zu einer Sprungschanze werden kann und beim Boliden die Aufhängung brechen kann. Rich Energy hat bestätigt, dass diese Person, die diesen Tweet geschrieben und abgeschickt hat, entlassen wurde. Mittlerweile ist auch klar, dass Haas und Rich Energy ihren Vertrag weiterhin erfüllen und sie nicht die Absicht hatten, diesen aufzulösen. Das wurde sowohl von den Aktionären als auch vom Boss William Story bestätigt. Kommen wir zu Mikes Meinung. Das mit den Flüchtlingen und dem LKW habe ich noch nie gehört. Die Kiesbettvergrößerung finde ich persönlich eine gute Idee, denn zu weites Herausfahren muss bestraft werden. Freut mich zu hören, dass der Hauptsponsor weiterhin an Bord bleibt. Kommen wir zum Community-Kommentar. Warlock179 hat folgenden Kommentar unter meinem letzten Video geschrieben. Hoffe, dass es PR ist, allerdings hat Haas schon bessere Rennen hingelegt als die letzten. Da gebe ich dir recht. Bisher hat Haas lediglich 16 Punkte gesammelt und seit 3 Rennen warten sie auf Punkte. Im Qualifying sind sie ja ganz gut, im Rennen aber nicht. Das beste Rennen war das in Australien, wo sie 8 Punkte holten. Seitdem geht es nur noch bergab, abgesehen vom Lichtblick in Spanien mit 7 Punkten. Sie haben ja Probleme mit dem Reifenfenster und der Rennpace. In Hockenheim soll ein größeres Update kommen. Mal sehen, was die Amerikaner noch schaffen werden. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.